Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 18, bei dem ich hoffe, dass sich hier bald etwas tun wird. Das Einzige, was wir hier momentan machen können, ist weiter hier rund um den Astra-Park unterwegs sein. Aber für 158.000 Euro könnten wir uns einen anderen Bus kaufen, der größer ist und mehr Fahrgäste bietet. Dann könnten wir den Einsteigerbus komplett an unsere Angestellte geben, beziehungsweise vielleicht kann ich dann zwei Angestellte auf den einen Bus setzen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das einen Sinn ergibt, aber auf jeden Fall könnten wir dann mal einen anderen Bus fahren und ich hoffe, wenn wir einen bestimmten Level erreichen, hoffentlich ganz bald, dass wir hier auch neue Strecken oder irgendwas noch freigeschaltet bekommen. Guck mal, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht geguckt. Ein kleines Streckennetzwerk im Businesspark einrichten. Okay, Bus lackieren, bestehende Strecke erweitern. Fahre die erweiterte Strecke. Vielleicht können wir das einfach mal machen. Komm, dann machen wir das doch mal. Das habe ich bisher erst mal völlig aus dem... Ich bin gerade zufällig drauf gefahren. Also, den Bus lackieren. Gucken wir mal. Bearbeiten. Lackfarbe gibt's doch gar nicht. Du kannst die primäre und sekundäre Farbe des Busses ändern. Du kannst für den Bus einen farbenfrohen Skin auswählen. Du kannst einen Decal erstellen. Klick auf das Pluszeichen, um einen Decal dem Bus hinzuzufügen. Okay, was kann ich denn für Decals nehmen? Okay, ich kann auch noch welche freischalten. Ach du liebe Zeit hier. Schachfigur. Schwert. Nein, das brauchen wir nicht. Kein Decal. Ach, muss ich jetzt eins auswählen? Kann ich nicht sagen, keins? So, möchte ich nicht. So, Busfarben. Komm hier. Und innen. So, was gibt's denn für Skins? Okay. So, das sieht doch schick aus. Oder? Das Nummernschild kann man auch noch anpassen. Und ich kann es allen Bussen zuweisen. Okay, cool. Wenn man ein einheitliches Design fahren möchte, wie kann ich das Nummernschild noch anpassen? Ahaha. Genau. Jason, wie viel kann ich denn da eintragen? Fangen wir einfach so an. Der erste Bus heißt Jason 007 hier. So, anwenden. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Hatten wir das nicht schon ganz am Anfang? Ist mir irgendwas vom Tutorial verloren gegangen? Ich habe doch schon mal extra eine Strecke bei Nacht gefahren. Ich bin gerade minimal verwirrt. Und tatsächlich hatte ich mich auch gewundert, warum ich keine Belohnung bekommen habe. Muss ich jetzt tatsächlich erstmal lackieren. So, bestehende Strecke erweitern, fahre die erweiterte Strecke. So, aber welche Strecke muss ich denn jetzt fahren? Den Stadtkreisel? Oder kann ich auch die kürzere Strecke fahren, einfach bei Nacht, irgendeine Strecke bei Nacht?
Kann ich noch irgendwas einstellen? Fahrtbeginn. Wetter und Tageszeit. Nacht. So, Schnellstart. Aus, aus, aus. Was gibt es hier noch für erweiterte Einstellungen? Bodenschwellen. Blitzer. Schlaglöcher. Ich würde gerne. Freie Fahrt aus. Loop aus. Schnellstart an. Ich würde gerne die Fahrkarten ausschalten. Das ging doch auch irgendwie. So, kann zwar immer noch Schwarzfahrer dabei sein, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen im Spiel vorankommen. Sonst verliere ich nämlich ehrlich gesagt irgendwann die Lust. So, wir müssen jetzt eh einmal bei Nacht fahren. So, Beleuchtung ist an, denke ich. Lass uns fahren. Nächster Halt, Astra Promenade. Na, Blinker rechts lief schon mal gut. Alle Türen auf. Oh, ist das kalt heute Abend. Das Grillen zirpen. Wenigstens ist der Bus geheizt. Ja, bitteschön, gerne geschehen. Moment, wo ist mein Hut hin? Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Wo kommen wir hin? Wo kommen wir alles hin, meine sehr verehrten Damen und Herren? Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nach 5000 Folgen? Du liebe Zeit. Wie viele Staffeln mögen das sein? Und wie lang sind die Folgen? Bin gespannt, ob die Strecke genügen wird für diese Nachtfahrtaufgabe. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Aber ich bin mir sicher, wir hatten die schon. Und auch gemacht. Genau pünktlich. Ja, ist schon nicht so schlimm, wenn du die Blumen nicht gegossen hast. Habe ich den Herd ausgemacht? Nächster Halt. Soll ich nochmal anhalten? Willst du den Herd nochmal gucken, ob der aus ist? Komm, ich fahre bei dir zu Hause vorbei. Ich fahre dir in die Bude rein mit dem Bus, dann ist der Herd garantiert aus. Das wäre nicht die perfekte Parkposition. Als ob ein Fahrgast sowas sagen würde. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Ich glaube, ich muss mir unbedingt mal eine Folge von Winter der Leidenschaft anschauen. Wenn ihr das auch wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Geht es wahrscheinlich nicht so schnell über den Verkehrsberuhigungshubbel gefahren zu sein. Nächster Halt, Südspeiche. Was mich an der Stelle tatsächlich auch mal sehr interessieren würde, liebe Zuschauer, was nenne ich guten Service? Ist, ohne was zu versprechen, da gucke ich mir natürlich auch mal die Zuschauerzahlen mal an, ob euch ein Livestream interessieren würde, nur zum Bus-Simulator 18. Vielleicht plane ich den dann ein. Ach. Kein Versprechen, aber... Ach, ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ich will mal schauen, wie das Interesse so ist. Vielen Dank fürs Mitmachen. Oder Beteiligen in dem Fall, ja. Okay, ist dasselbe, ne? Mitmachen oder Beteiligen ist das Gleiche, ne? Oder dasselbe? Ach, keine Ahnung. Ich habe nichts gesagt. Nächster Halt, Stockerplatz, Endstation. Bitte alle aussteigen. So, jetzt bin ich mal gespannt,
ob das genügt. Ja Mensch, hätte ich ja gar nicht so... Tja, hätte ich einfach so meinen zweiten Bus bekommen, nicht zu fassen. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Erzähl doch mal, was los ist in Winter der Leidenschaft. Nächster Halt, Stockerplatz. Will ich ja als Busfahrer nicht umsteigen. Bitte alle aussteigen. So, tschüss. Absolut. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. 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 Na, jemand hinterließ Müll. Das war ja, musste ja wieder sein. Wie komme ich nochmal aus meinem Sitz raus? Okay, das war die Behindertenrampe. Da gehen die Türen zu und auf. Ich komme gerade mit den Sichten durcheinander. Okay, ich musste die Fahrertür anklicken, was ich vergessen hatte. So, Müll einsammeln. So, und den Tag abschließen. Eine erfolgreiche Fahrt mit 5 Sternen. Für den nächsten Level hat es nicht gereicht, aber hat es gereicht, die Aufgabe zu erledigen? Die Dame sagt nichts, ne? Vielleicht hätte ich tatsächlich den Stadtkreisel fahren müssen. Gut, was müssen wir denn noch machen? Eine bestehende Strecke erweitern. Gut, könnte ich ja hier machen. Route bearbeiten. Habe ich gemacht. Fahre die erweiterte Strecke. Na komm, dann fahren wir die noch mal einmal am Tag. Gibt eine Menge Belohnung. So, bei Tag. Längere Strecke. Nächster Halt, Astra Promenade. Dann haben wir zumindest die eine Questreihe erfüllt. Vielleicht muss ich auch nur die erfüllen und habe das wirklich mit der Nachtfahrt schon erledigt. Ich habe das erledigt, ich bin mir da sehr sicher. Hereinspaziert. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich liebe die Sonne. Na komm, lass den doch mal jemand rein, damit der Bus pünktlich ist. Läuft noch jemand über die Straße, war ja klar. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Aus, ein Passagier hat laut Musik. Geht gar nicht. Wo ist der Übeltäter? Übeltäterin? Oh, Entschuldigung. Sag ich mal die Fahrkarte. Hier, bitte. Klar. Klar. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Ja, herzlichen Dank. Hätte ich auch nicht anders vermutet. Oh, verdammt! Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Naja, es besteht trotzdem die Möglichkeit, dass niemand einbricht. Wenn du sie wenigstens zugemacht hast, die Tür, nicht abgeschlossen, naja.
Zumindest ist es eine nicht abgeschlossene Tür. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Ach du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Immer dieses alte Sägewerk. Ich habe schon lange nichts mehr von Mounty gehört. Aber was wollte ich denn gerade erzählen? Verdammt. Vergessen. Ihr habt mir dazwischen gequatscht. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Aber schenkt doch, hier steht hier vorne extra ein Schild. Dem Fahrer nicht dazwischen quatschen. Nächster Halt, egal. Nordspeiche. Komm schon. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Du Glückspilz. Ich musste gestern arbeiten. Schwimmbad, Party und danach Kater wahrscheinlich. Also morgen die... die wären ja dann, wenn er gestern Party gemacht, heute dann im Bus, die einen Kater haben. Scheinbar hat das gut verkraftet. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Oh wei. Naja, ich wollte ja was von Mounty hören, ne? Aber wenigstens mal was anderes als sonst. Mounty lag auf dem Aquarium und hat Fische gefangen. Hervorragend. Beeilt euch mal, ich bin zu spät. Schon eine halbe Minute gleich. Na, da ist auch doch niemand, der jetzt mitgenommen hat, die Party. Obwohl, als hätte sie gefeiert. Die müssen echt heftig sein, die Partys im alten Sägewerk. Nächster Halt, Nordspeiche. Ich kann mich da nur wiederholen, aber meine Fahrgäste machen das ja auch. Doch, spoilere, ich will wissen, was in dieser Serie los ist. Nächster Halt, Südspeiche. Gut, das ist die Strecke natürlich noch mal ein ganzes Stück länger. Ich glaube, ich muss die gleich neu machen. Zeit, ihn zu suchen. Hallo. So ein schöner Hi. Tag. Das Wetter Hallo. Ist einfach wundervoll. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Wo? Nächster Halt, Stockerplatz. Wo ist das UFO? Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Zur Not ohne Badeanzug. Das Positive an diesen... Nächster Halt, Stockerplatz. An diesen Mitfahrergesprächen ist das einfach. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Einfällt zum Erzählen. Du hast gestern Shampoo gekauft, alles klar. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Aber bitte gerne. Schicke Lackierungen haben die Fahrräder, ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Hey! Schön mit irgendwer hat was vergessen. Oh. Schnell, schnell, schnell. Dem richtigen Passagier zurückgeben. So. Oh, wer hat da was liegen lassen und wo?
Na, ausgerechnet der mit den Kopfhörern. So, wo ist der Passagier? Hallo, 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 hallo. Hallo. Danke. Sie zittert vor Dankbarkeit. Der Joker hilft immer gerne. Ha, auch schön mit dem Nummernschild hier. Kann man mal fast für einen Screenshot posieren. Jetzt steht da falsch rum. Oh, oh, oh. Naja, wir kriegen es schon irgendwie ins Bild. So. Hopsasa. Und weiter geht's. Lass mich raus, danke sehr. Nächster Halt, Westspeiche. Augen zu und durch. Ui, Hubbel. Hubbel. Der Morsezeichen. Braucht jemand Hilfe an Bord? Meine Güte. Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Kommt schon, ich will Feierabend machen. Wie nennen wir denn die Folge? Mounty hat einen Fisch gefangen. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Ja, vielen Dank dafür. Ich versuche dann die nächsten bescheuerten Dialoge zu liefern. Wenn ihr Vorschläge habt, liebe Zuschauer, immer raus damit. Vorschläge für bescheuerte Dialoge. Ich muss bescheuert sein. So, hier halten wir nicht. Gehalten wird nämlich nur an roten Ampeln. Nein, Quatsch. Da gibt es auch eine schöne Anekdote zu. Naja, eine Anekdote ist vielleicht übertrieben. Erinnert mich mal, dass ich euch da was erzähle zum Stichwort. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ja, ich erzähle hier gerade was. Das ist das komische Geräusch. Das hört bestimmt noch wer. Hoffe ich. Nächster Halt, Westspeiche. Genau pünktlich. Oh, verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Tschüss. Tschüss. Viel zu heiß draußen. Viel zu heiß? Dann bleib doch im Bus. Nächster Halt, Media Center Astra. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wundervoll. Mal gucken, ob wir dann die Questreihe erfüllt haben oder ob wir noch irgendwas machen müssen. Müssen wir die Strecke noch wieder zurückbauen? Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Toll, aber warum? Erzählt mir doch was über Winter der Leidenschaft. Also ich kann mir wohl einen Winter voller Leidenschaft vorstellen, aber... Ich meinte diese ominöse Serie. Lass mich raus, ja, ja. Gut.
Danke. Ich glaube, hier sind einige krank. Nächster Halt, Media Center Astra. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, raus mit euch. Oh, jemand ist eingeschlafen, schnarcht. Tschüss. Tschüss. Ach, wieder jemand Müll hinterlassen. Lag der Becher mal woanders. So, Feierabend. Ah, diesmal nicht ganz 4 Sterne. Neue Gegenstände habe ich freigeschaltet. Der dritte Bus, den ich freigeschaltet habe. MAN Lion City A37. Und eine neue Farbe. Hm. So, nochmal XP. Okay. So, wie ist das jetzt mit der Questreihe? Alles erledigt. Und bekommen. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Wundervoll. Da habe ich mich noch ganz vor kurzem beschwert. Spiel, du musst was tun, sonst schalte ich dich ab. Und ja, jetzt haben wir die Genehmigung bekommen, für den nördlichen Bereich Strecken einzurichten. Wir haben genug Geld für neue Strecken. Aber einen Bus habe ich jetzt nicht geschenkt bekommen, oder? Muss ich denn vielleicht dann doch noch diese Nachtfahrt mit dem Stadtkreisel machen? Ach, hoffentlich habe ich das bis zum nächsten Mal nicht vergessen. So, dann gibt es neue Ziele. Verdoppeln. Kaufe einen neuen Bus. Fahrer einstellen. Ach, das wird mir schon angerechnet. Okay. Generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Transportiere mindestens 180 Passagiere. Nördlichen Bezirk freischalten ist die Belohnung. Moment. Hieß es nicht gerade, der wäre für mich freigeschaltet? Nein, der wird für mich freigeschaltet als Belohnung. Ja, das werden wir jetzt sehen. Wenn ich nämlich hier sage, Astra Promenade, möchte ich gerne ändern. Und zwar möchte ich erstmal alles wegmachen. So, mal gucken. Boah, hier Karte nach links. Kann ich irgendwas außerhalb anklicken? Nein. Oder machen wir wirklich einmal nur Media Center in die Innenstadt. Eine ganz kurze Strecke. Das wird dann auch erstmal die bleiben, die ich fahre. So, speichern, Fahrt beginnen möchte ich jetzt nicht. Aber mit dieser Nachtfahrt. Ich denke, ich werde vorsichtshalber tatsächlich nochmal Stadtkreisel bei Nacht fahren. Nur um ganz sicher zu gehen, dass wir das nicht verpasst haben. Sollte ich das vergessen in den nächsten Folgen, dann macht mich gerne nochmal darauf aufmerksam. Ja, ich hoffe, ihr steigt auch bei der nächsten Busfahrt wieder ein. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.